denke ich, auch nicht mehr dauern. So. Hier fangen wir an. Machen das bis hier rüber. Scheiß Blume. Wir bauen hier einfach über den Dreck drüber. Weil... Oh, Mann. Weil den Dreck hauen wir dann später mal noch weg. Apfel. Aber erst müssen wir jetzt uns... Du stehst im Weg. Erst müssen wir uns hier unsere Behausung mal aufbauen, damit wir vor Creepern und Skelets und Zombies und was gibt's noch? Creepern und Spinnen sicher sind. Müssen wir uns hier erstmal was bauen. Was ein bisschen resistent ist gegen diese ganzen Viecher. Sollen wir uns eine Hühnerfarm im Haus machen? Nee, wir machen draußen dann noch eine Farm. Apfel. Au. Zieh dich. Wir machen noch zwei in die Höhe. Dann machen wir aber auch schon wieder das Dach. Auch noch mehr Holz. Mehr Planks. Da liegt noch ein Apfel. Alter, wie viele Äpfel. Können uns nur von Äpfeln ernähren. Finde ich ganz toll. Du stehst im Weg. Du auch. Alter, Baum, du musst hier nicht zu mir rüberwachsen. Ich hab extra ein paar Bäume weggehauen. Au. Ich sollte aufhören, mich so oft aufs Maul zu packen. So, wir fangen mal an mit Ausleuchten. Nicht, dass hier drin irgendwann noch so ein Vieh spawnt. Beim Bauen. Jetzt brauchen wir mehr Holz. Und mehr Holz holen wir uns von hier. Gebt ihr mir Äpfel? Nein, er gibt mir keine Äpfel. Das ist asozial. Die asozialen Bäume. So wird dieser Part wahrscheinlich heißen, wenn ich es nicht verpenne. Wahrscheinlich werde ich verpennen, darum wird er wahrscheinlich nicht die asozialen Bäume heißen, sondern irgendwie anders. Aber für die erste eigentliche Behausung ist das doch gar nicht mal so schlecht, finde ich. Also klar geht's besser, aber fürs Erste... Dann gehen wir hier noch kurz mit dem Rasenmäher durch. Dann werden wir noch ein bisschen den Boden ausbessern. Aber erst, wenn wir uns die Arbeitsecke eingerichtet haben. Und die Tür kommt hier hin. Einmal Tür. Einmal Druckplatte. Ja, es wird nämlich schon dunkel.
So, jetzt geht's dem Dreck an den Kragen. Erst noch das Holz weghauen. Ich weiß, ich habe noch eine Steinschaufel, aber erst muss das hier verbraucht werden. Wir werden die Nacht ein bisschen was zu tun haben. Wieso tropft es hier? Wieso? Das können wir lassen. So. Holz, Holz, Holz. Das müssen wir noch erst fertig machen. So. Rohes Hühnchen. Hauen wir uns da rein. Und dann heben wir den Boden aus. Dann können wir uns nämlich hier einen Holzboden reinkloppen. Das sieht dann schon einiges schöner aus. Und mit der Steinschaufel geht es wirklich bis ein bedeutendes Stück schneller. Und schon ist die Nacht hereingebrochen. So, erstmal alles ausheben und danach gibt es dann Holzboden. Haben wir Sand? Nein, wir haben keinen Sand. Scheiße. Sonst hätte ich nämlich schon angefangen, Glas zu brennen. Aber wenn das so ist, müssen wir damit noch warten. Bis bald des Tages werden wir ein paar Bäume hauen. Mit mir und eine damit wir genug Holz haben, um uns Enderman war in meinem Haus. Was macht ein Enderman in meinem Haus? Wieso kommt der überhaupt hier rein? Ich habe ihn nicht angeschaut, gar nichts. Immerhin ist er wieder friedlich abgezogen. Sonst hätte es eins auf die Birne gegeben. Von mir. Hoffe ich. Ich brauche Äpfel. Ich brauche Äpfel, dass wenn hier das nächste Mal der Enderman reinkommt, dass ich ihm aufs Maul gehen kann. Ja, Äpfel sind auch dafür gedacht, dass man den... Hat es aufgehört zu regnen? Es hat aufgehört zu regnen. Cool. Dann werden die Viecher am Morgen auch krepieren. Nicht einfach dastehen, es regnet, ich sterbe nicht. Weil das ist ziemlich ätzend. Weil die Zombies und die Skelets, die verbrennen ja. Aber wobei, wir wohnen ja im Wald und ich glaube, unter Bäumen verbrennen die auch nicht. Naja. Wir werden die schon irgendwie klein kriegen. Ernst jetzt, dann wegen einem Holz. So. Sieht noch ein bisschen kahl aus. Wir werden hier mal anfangen mit der Einrichtung. Das hier wird das Arbeitszimmer. Hier kommt eine Tür rein. Hier ist ein Skelett neben dem Haus. Das ist das Arbeitszimmer. Dann haben wir hier, denke ich, werden wir den Lagerraum angrenzen. Hier kommt eine Tür rein, wo es dann zum Stall rausgeht. Hier machen wir auch eine Tür rein. Ich sehe schon, wir brauchen Unmengen an Türen. Hier wird dann das Schlafzimmer sein. Das machen wir so hier. Zack.
auch. Hier kommt auch eine Tür rein. So. Und überall, wo ich hier übrigens leer lasse, kommt Glas rein. Ich bin ein ziemlich glasfreudiger Mensch, muss ich sagen. Und ja. Ich werde das wobei. Ich glaube, wir werden noch eine Dachetage bauen. Also eine zweite Etage, und dort kommt das Bett dann rein. Aber also vorausgesetzt, wir finden Schafe, denen wir das Fell über die Ohren ziehen können. Dann mache ich hier die Mine. Und die mache ich ganz ohne Glas. So. Eine Mine braucht Licht. Das nicht zu knapp. So. Machen wir hier noch ein bisschen mehr Holz. So, die Tür nochmal umrahmen. So. Da kommt auch noch ein Stück Holz rein. Da machen wir hier noch eins. Und hier noch eins. Und hier noch eins. Und hier noch eins. Da können wir die ganzen... ich habe kein Dach mehr. Kein Dach mehr im Loch. Ich habe kein Loch mehr im Dach. Deshalb kommst du hier nicht rein, du dummes Vieh. So, da kommt die Türe rein. Dann machen wir jetzt ein paar Druckplatten. Die kommt dann hier und hier. Und eine Türe brauchen wir selbstverständlich auch. Zwei sogar. So. So, die kommt dann hier rein, dann machen wir hier nochmal zwei Druckplatten. So, und da auch noch. Die Tür braucht auf jeden Fall eine, also die Mine braucht auf jeden Fall eine Tür. Und eine Druckplatte. Machen wir so und so. Aus diesem Grund, weil durch die Mine kommen ja ab und zu auch mal Viecher. Und die können dann sonst auch hier aufmachen und einfach reinkommen. Und das wollen wir nicht. Deshalb ist da nur eine Druckplatte. Haha, du dummes Vieh, du kommst hier nicht rein. So. Finde ich auch geil. Hier gibt es ein Weihnachtsupdate. Jetzt sehen die Kisten aus wie Geschenke. Das da rein, das brauchen wir wahrscheinlich bald. Das kann da rein, das auch, das alles. Ja, wir machen jetzt noch eine Angel. Dann haben wir direkt den See vor der Türe. Ja, die ging sogar so. So, das kommt da auch noch rein. Die Ziegel kann ich noch weiter verarbeiten zu einem Ziegelblock. Ziegelstein. Nicht allzu viel, aber immerhin. Die gebratenen Hühnchen packe ich mal eins rein und eins nehme ich mit. Dann sollte das eigentlich so ganz gut passen. Und jetzt warten wir. Ach, es ist hell. Zeit zu... Wer hat das nochmal gesagt? Time to kick some ass. Lol. Ach, das sind... Lol. Machen wir hier noch ein paar Hühnchen rein. Die Eier können wir eigentlich auch hier reinpacken. Werkzeuge. Habe ich ganz vergessen, brauchen wir ja auch noch.
So, 1, 2. Quatsch. So. Weil die eine fast down ist, mache ich jetzt hier mal 2 raus. Schafe brauchen wir fast gar nicht, deshalb. So, wer will sich mit mir anlegen? Du willst dich mit mir anlegen. Wo ist die zweite? So, erstmal das Haus sichern. Du willst dich auch mit mir anlegen? Hä? Komm her, du dummes Vieh. Hier kommt dann die... Oh, Skelett. Scheiße. Ich habe noch keine Fernkampfwaffen. Nein. Ist jemand im Haus? Komm her, du... Lol. Jemand ist im Haus. Ah, nein, genau der ungebetenste Gast ist hier drin. Wieso? Wieso kommt das Vieh rein? Nein, nicht neben meinem Haus. Nicht die ganze Landschaft verwüsten, Mann. Da. Jetzt machen wir die Tür zu. Unerhört. Einfach in fremde Häuser reingehen. Mann, 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 Mann. Nie was von Anstand gehört. So. Da war das Problem, was ich gerade angetönt habe. Das Skelett stand unter den Bäumen und es hat ihn einfach mal einen Scheißdreck interessiert, dass es Tag war. Der stand da einfach fröhlich. Wir schmeißen mal die Angel raus und hoffen, dass ein Fisch anbeißt. Komm schon, Fischi. Fischi, Fischi. Ich hab Bock auf einen frischen Fisch. Da kommt einer. Bäm! Nein, kein Kugelfisch, den kann ich nicht essen. Mann. Kann kein Kugelfisch essen. Glaube ich zumindest. Letztes Mal konnte ich es noch nicht. Ach, scheißegal. Ich muss mich gerade um was Wichtigeres kümmern. Um die Farm. Wir werden fürs erste 2 Abteilungen machen. Einmal für Weizen. Schnee. Ich hoffe, der Schnee kommt nicht weiter. Das wäre ziemlich dumm, wenn ich eine Plantage im Schnee hätte. Machen wir hier rundherum ums Haus, müssen wir ein paar Bäume weghacken. Damit wir nicht direkt im Wald sind. Und danach gehen wir rund ums Haus mal noch mit dem Rasenmäher durch. Das hier kann ich auch ganz gut gebrauchen für Kohle. Und irgendwann müssen wir uns dann noch auf die Socken machen und die Ritze untersuchen. Also da hat dieses riesige Loch. Weil dort habe ich Eisen gesehen und Kohle und Lava und Wasser und alles mögliche. Ach, wir brauchen erst Eisen, bevor wir die Plantage machen können, weil das Zeug sehr Wasser braucht. Stimmt. Außer wir pflanzen alles direkt hier am See an. Also hier am Teich. Ist ja kein See eigentlich. Ist nur so ein, ja gut, ein großer Teich. Oder ein kleiner See. So, gibt es Äpfel? Gibt's heute Äpfel? Nein, gibt's heute nicht. Schade. Aber ich kann keinen Kugelfisch essen, oder? Doch, aber ich glaube, der ist giftig. Ja, Minecraft ist ja real geworden, denn dann ist er giftig. Kann ich ihn braten? Kann ich das Ding braten? Nein. Ich esse ihn in diesem Falle besser nicht. Dann gehen wir da rein. So. Dann hole ich mir noch ein bisschen Sand, damit wir das zu Glas verarbeiten können. Wieso ist die auch schon wieder kaputt? Huhn.
Hallo Huhn, hast du ein paar Schweine oder Kühe mitgebracht? Nein, du hast Eier mitgebracht, das ist auch ganz toll, aber ich bräuchte echt ein paar Schweine oder Hühner. Hühner habe ich ja. Schweine oder Kühe oder Pferde, damit ich mir Rüstung bauen kann. Nicht? Schade. Ja, ich rede mit Hühnern, das ist ziemlich dumm, ich weiß. Man soll keinem Huhn vertrauen, habe ich mal gehört. Ein Let's Player hat man gesagt, er hätte Erfahrungen mit Hühnern. Irgendwie fühle ich mich gerade so. Ah, hier ist Eis. Ich hoffe, dass sich das nicht weiter ausbreitet, weil das wäre ätzend. Ich weiß, ich zerstöre hier die ganze Landschaft, aber es muss halt mal sein. Ein nötiger Preis für die Forschung. Ja. Da ist die Sonne. Wir können schon mal anfangen, den Zaun zu machen. Oder das hier wegzusensen. Und wenn es dunkel ist, werden wir uns dann mal an die Mine machen. Wir müssen was essen. Ja, ich will das Spinnenauge will ich mitnehmen. Wir werfen noch einmal die Angel aus. In der Hoffnung, dass ein Fisch anbeißt. Na, das war fail. Dann haben wir hier. Oh, stimmt. Zumachen.